John Romero hat mit Black Room einen neuen Shooter angekündigt. Der Assassin's Creed-Erfinder legt seinen Rechtsstreit mit Ubisoft bei und Drive Club VR ist aufgetaucht. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und das sind heute die News. Black Room heißt das neue Spiel von John Romero und Adrian Carmack. Nicht zu verwechseln mit Zombie-Vater George Romero und Programmiergott John Carmack. Und was ist Black Room? Der namensgebende Black Room des Spiels ist wie so eine Art Holodeck, das durch einen Computerfehler durchgedreht ist. Und jetzt soll der Spieler als Techniker da rein und sich dann durch die Simulation der unterschiedlichsten Epochen der Weltgeschichte durchballern. Dazu hat er nicht nur Waffen, sondern auch ein sogenanntes Hacking-Tool am Arm, mit dem man diese Simulation in Echtzeit manipulieren kann. John Romero verspricht Oldschool-Shooter-Gameplay und will dafür die Kohle der Community, denn Black Room ist auf Kickstarter gestartet und da will man innerhalb von knapp einem Monat $700.000 dafür haben. Kommt die Kohle zusammen, dann verspricht John Romero eine 10 Stunden lange Solo-Kampagne, verschiedene Koop- und kompetitive Multiplayer-Modi, Dedicated Server, volle Modbarkeit und eine DRM-freie Version. Das letzte Spiel von John Romero war übrigens Daikatana, das eher enttäuschend angekommen ist. Darin hat man sich mit Oldschool-Shooter-Gameplay durch unterschiedliche Epochen der Menschheitsgeschichte geballert. Moment mal. Der Rechtsstreit zwischen Assassin's Creed-Erfinder Patrice Dessier und seinem ehemaligen Arbeitgeber Ubisoft scheint fürs Erste beendet. Das erklärt Dessier in einer Pressemitteilung und da steht drin, dass Ubisoft ihm die Rechte zurückgibt an seinem Spiel Amsterdam 1666 und er im Gegenzug davon absieht, Ubisoft zu verklagen. Was war da passiert? Patrice Dessier gilt als einer der Miterfinder von Assassin's Creed, ist dann aber nach Assassin's Creed 2 bei Ubisoft freiwillig gegangen, um beim Konkurrenten THQ anzuheuern. Da hat er dann am Spiel Amsterdam 1666 gearbeitet. Kurz darauf ist dann aber THQ pleite gegangen. Ubisoft hat sowohl das Projekt als auch den ehemaligen Mitarbeiter wieder zurückgekauft, nur um Dessier dann kurz darauf fristlos zu entlassen. Dessier hat damals angekündigt, er wird so lange klagen, bis er die Markenrechte wieder zurückbekommt. Die hat er jetzt zurück. Eine Klage ist erstmal vom Tisch. Das heißt aber nicht, dass Patrice Dessier sich jetzt hinsetzt und sofort Amsterdam 1666 entwickelt, denn sein Studio Panache Digital Games arbeitet schon an einem Episodenspiel und das heißt Ancestors: The Humankind Odyssey. Mysteriös, mysteriös, da hat Sony kürzlich erst den Drive Club Entwickler Evolution Studios dicht gemacht und jetzt ist ein neues Spiel der Drive Club Reihe aufgetaucht. Drive Club VR heißt das und ist zu finden bei der amerikanischen Alterseinstufungsbehörde ESRB. Da wurde es nämlich für die PlayStation 4 geprüft. Sehr wahrscheinlich ist, dass das Ganze ein Ableger der Drive Club Reihe für das PlayStation VR Virtual Reality Headset ist. Die Frage ist aber, wer hat das entwickelt? Denn Evolution Studios kann es ja nicht gewesen sein. Die haben, nachdem sie dicht gemacht worden sind, nämlich alle Markenrechte an Sony zurückgegeben. Und Sony hat gesagt, sie möchten die Drive Club Reihe auch in Zukunft weiter unterstützen. Aber keine Angst, Evolution Studios, denen geht's allen gut. Die sind beim Publisher Codemasters untergekommen und entwickeln unter neuem Namen an einem noch namenlosen Rennspiel. Das war's für heute mit den News. Wir sehen uns dann morgen zur nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin, weiterspielen.